heute ein kleiner Beitrag, sozusagen ein Quickie für die Rubrik Gewagtes. Nicht das einzig Gewagte war, apropos Fotos, die vermeintlichen Aktfotos, die meiner Meinung nach immer noch sehr anständig waren. Auch wenn ich damit wieder preisgebe, was ich vielleicht gar nicht preisgeben will, aber das war ja nun der Sinn des Blogs. Ja, nächstes Bild. Jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Gewagtes in Zeiten von Corona. Nur gucken, nicht anfassen. Und das fand ich jetzt sehr pfiffig von mir, nachdem ich die ersten Schrecksekunden überwunden habe. Ich bin ein leidenschaftlicher Spieler von relativ harmlosen Spielen, wie ich dachte, alle ins Haus getragen von meinen Kindern. Und zwar war das erste Quizduell, haben wir miteinander gespielt und als der erste Gegner mich aufforderte, doch beim Verlieren nackt um den Tisch zu rennen, war ich kurz davor, irgendwelche Behörden anzurufen und sofort zu melden, dass solche unanständigen Dinge da vorkommen. Also das war mein erster Kontakt mit dem Hintergrund von Spiel. So, ich habe es überwunden, wie wir sehen, und bin dann wieder von den Kindern, vielen Dank, liebe Kinder, auf Kniffel gebracht worden. Kniffel ist nun wirklich harmlos. Wer spielt Kniffel? Also ich spiele Kniffel zum Beispiel. So, und die ersten Monate des ab und zu Kniffelspielens waren auch komplett harmlos. Und dann habe ich es verstanden. Also verstanden habe ich es eigentlich bis heute noch nicht. Aber dann kam eine Welle von Herausforderungen. Und ja, Kniffel, meine Lieben, ist im Grunde genommen Tinder ohne Anfassen. Man muss es nur wissen, was für ein Foto man reinstellt, und unglücklicherweise habe ich immer die Verknüpfung zu Facebook und da stehen verschiedene Fotos, und offensichtlich gab es da auch ein oder zwei, die den ein oder anderen oder auch 20, 30 angesprochen haben, und daraufhin bekam ich sehr viele eindeutige Angebote und auch ein paar schöne Fotos. Ja, also, wer Lust hat, auch in diesen Zeiten einfach mal schöne männliche Körperteile zu sehen oder einfach mal so ein kleinen sexuellen Chat zu haben, dem empfehle ich Kniffel. Das ist richtig cool. Einfach schönes Foto reinstellen, muss nicht stimmen, ihr werdet euch nie im Leben sehen, vergesst es einfach. Ihr könnt auch irgendeine Vita erfinden, ihr müsst es aber nicht. Ich habe sofort immer gesagt, wie alt ich bin, wenn ich mal einen Chat gehabt habe. Macht überhaupt nichts, ja, das ist denen total egal. Und einfach mal ein bisschen chatten. Oder nett angucken, weil im Endeffekt ist es immer das, was man selber daraus macht.